Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, dass man sie ignoriert. Das hat einst Aldous Huxley gesagt. Und ich finde diesen Ausspruch so passend auch zum Thema Fremdenergien. Denn auch die Fremdenergien gehen nicht weg dadurch, dass man sie nicht wahrnimmt oder, falls man sie wahrnimmt, dadurch, dass man sie ignoriert. Schön wäre es, aber so funktioniert das leider nicht. Und deshalb sind Fremdenergien in meinen Augen eine wirklich unterschätzte Gefahr. Mein Name ist Angelika King und ich bin seit im 35. Jahr meiner therapeutischen Praxis. Und ja, mit dem Thema Fremdenergien wurde ich so konfrontiert oder habe zum ersten Mal darüber gehört. Da war ich mit meinem Sohn schwanger und der wird in diesem Jahr 28 Jahre alt schon. Ja, also schon sehr lange beschäftige ich mich mit dem Phänomen und habe im Laufe der Jahre in meiner therapeutischen Praxis viele Formen von Fremdenergien entdeckt. Erst war ich nur davon ausgegangen, dass es Energie von Verstorbenen, die nicht nach Hause gefunden haben und denen wir da helfen müssen. Und dann habe ich aber eben entdeckt, es gibt noch viel, viel mehr Formen von Fremdenergien. Und dazu habe ich ein eigenes Video gemacht und das verlinke ich dir oben. Und heute in diesem Video möchte ich dir einfach ein bisschen eine Einführung darüber geben, zum Thema Fremdenergien und warum ich das eben wichtig finde, dass du darüber Bescheid weißt. Und nicht nur du, sondern dass allgemein die Menschen darüber Bescheid wissen und vor allem auch Therapeuten, Coaches, Menschen in helfenden Berufen. Zum einen, weil die auch besonders anfällig sind für Fremdenergien und zum anderen, weil wenn ihre Klienten oder Kunden, wie immer du das nennst, oder Patienten, wenn die betroffen sind von Fremdenergien und du das nicht erkennst, dann ist eine große Chance vertan, eine große Chance vielleicht auch der Heilung vertan. Und darum finde ich das absolut wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Es gibt viele Formen von Fremdenergien und es gibt viele Anzeichen und Symptome, die darauf hinweisen, dass jemand Fremdenergien in seinem Feld haben könnte. Eins der wichtigsten Hinweise ist starke Erschöpfung, weil nämlich Fremdenergien dein Energiefresser sind. So kann man das einfach auf den Punkt bringen. Fremdenergien sind Energiefresser. Sie bringen dein Energiesystem durcheinander, weil wir sind alle energetische Wesen, alles ist Energie, das weiß man mittlerweile. Und Fremdenergien bringen dein Energiesystem durcheinander, die führen zur Polaritätsumkehrung. Das ist auch ein Phänomen, sehr spannend, was im Grunde heißt, dass deine Polaritäten teilweise oder einige von Energiekreisläufen, so will ich das mal nennen, dass die Polaritäten nicht mehr richtig rum sind, das heißt, die Energie kann nicht richtig fließen und es gibt ein Phänomen der chronischen Polaritätsumkehrung und das ist schon wirklich, das ist so wie, als wenn deine Batterie dann ziemlich, ziemlich leer ist und da brauchst du dann wirklich Unterstützung und oft sind diese Menschen dann diagnostiziert mit chronischem Erschöpfungssyndrom und ich habe interessanterweise, es fällt mir gerade ein, ich habe einmal das erlebt, da war ich auf einer Fortbildung und da ist eine Fremdenergie in mein Feld gekommen und das war eine ganz heftige Fremdenergie und ich habe wirklich gemerkt, wie die Energie aus meinem Körper unten rausfließt. Das fand ich wirklich heftig und Gott sei Dank hatte ich sowieso einen Termin bei einer Kollegin und Freundin, und die auch mit Fremdenergien arbeitet, mit dem Phänomen. Und wir haben zusammen daran gearbeitet, diese Fremdenergie aus meinem Feld zu kriegen. Und das war echt eine heftige Nummer. So, also ich habe das selber erlebt, also wirklich diese heftige Erfahrung von Energie ziehen. Das ist vielleicht nicht immer so heftig und nicht immer so spürbar und du merkst nur, du bist erschöpfter und erschöpfter und erschöpfter und irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Also da könnten Fremdenergien dahinter stecken, muss nicht sein, aber kann und das muss man auf jeden Fall mit im Auge haben als Arzt, Coach, Therapeut. Und gut, wenn du auch in der Klientenrolle bist oder dieses erlebst, das zu wissen, okay, da könnten auch Fremdenergien am Wirke sein. Selbstsabotage und Erschöpfung, das sind erste ganz starke Hinweise auf Fremdenergien. Und wenn du das nicht entdeckst, dann kannst du so viel Therapie machen, wie du willst. Es wird dir nicht groß helfen, weil das Übel muss an der Wurzel gepackt werden und geguckt werden, was ist da eigentlich los, energetisch, was ist da energetisch los. Ja, abhängig ist das Ganze auch davon, welche Art von Fremdenergien sind in deinem Feld oder einige sagen auch energetische Fremdinformationen, welche Art ist in deinem Feld
Dann, wie lange ist die Energie schon da? Dann kannst du dir vielleicht vorstellen, je länger die da ist, umso intensiver kann sie wirken. Oder es ist manchmal, wenn man die schon seit seiner Geburt zum Beispiel bei sich hatte, habe ich viele Klienten gehabt, ne? Da ist die Energie kurz nach der Geburt gekommen. Ja, beeinflusst die dich dein Leben lang und du weißt gar nicht, hey, bestimmte Verhaltensweisen vielleicht sind vielleicht gar nicht deine eigenen. Und das entdeckst du dann erst, wer du wirklich bist, wenn diese Energien entsorgt sind und dahin geführt worden sind, wo sie hingehören. Ja, also wie lange ist die Energie da? Was für eine Form, was für eine Energie ist das? Und wie groß, wie viel Prozent bist du sozusagen ausgefüllt von dieser Fremdenergie? So will ich das mal relativ neutral formulieren. Es gibt ein Buch, das heißt Besessenheit und Heilung. Das war so das zweite Buch, was ich zu diesem Thema gelesen habe. Und den Buchtitel finde ich natürlich schon ganz schön heftig und hätte es mir fast nicht gekauft. Aber eine Freundin hat da immer wieder darauf hingedrungen, du musst das lesen, das wird Teil deiner Arbeit werden. Und dann habe ich es mir eben bestellt. Aber den Titel finde ich schon heftig. Und in meiner langjährigen Praxis habe ich wirklich erst ja, drei Fälle erlebt, wo Leute wirklich besetzt waren, würde ich sagen. Also wo die Fremdenergie ja fast 100% da wirksam war. Also so eine Macht über diese Menschen hatte. Also den Extremfall, den ich hatte, war ein junger Mann, der von einer weiblichen Fremdenergie besetzt war. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, aber das ist ja gar nicht dein Körper. Und das war ihr noch gar nicht bewusst. Und dann bin ich mit diesem jungen Mann an den Spiegel gegangen, also, und habe dann gesagt, so guck mal. Du bist eine Frau, aber das ist hier ein Männerkörper. Das ist nicht dein Körper. Du gehörst nicht hierher. So, also das fand ich schon ganz schön heftig. Und die Energie war so stark, der junge Mann, ja, ist nicht wiedergekommen. Und also wir haben sie, es sah so aus, als ob wir sie wegbekommen hätten, aber es scheint nicht geklappt zu haben, den zweiten Termin. Er hatte noch einen Termin und den hat er abgesagt. So, und ja. Dann noch so ein Fall aus meiner Praxis, eine Frau, die anrief, die hatte eine Familienaufstellung gemacht und sie hatte also für jemanden gestanden, für einen Toten gestanden und ich weiß nicht mehr, was sie mir erzählt hat, woran der gestorben ist oder so, das weiß ich alles nicht mehr. Auf jeden Fall rief sie, und sie war auch nicht bei mir, also ich habe Jahre auch Aufstellung gemacht, aber sie war nicht bei mir, sondern bei jemand anders gewesen und rief dann 1 oder 1,5 Jahre nach dieser Aufstellung an. Und dann erzählte sie eben von dieser Aufstellung und dann sagte sie, nach dieser Aufstellung ging es ihr schlechter und immer schlechter. Sie wurde immer depressiver und ist sogar in der psychiatrischen Klinik gelandet. Und leider hat sie keinen Termin genommen bei mir und ich habe nie wieder was von ihr gehört. Aber da würde ich auch sagen, dass die Energie so stark war. Und sie schon so, oder auch anders können wir es auch sehen, dass sie so geschwächt war, dass sie sich nicht mehr, ja, sich nicht mehr davon befreien konnte. Also die Frage ist, wie stark ist diese Energie? In den meisten Fällen ja, ist sie da. Die versucht dann auch, wenn man eine Energieklärung macht, vielleicht zu sagen, vielleicht hört man dann plötzlich eine Stimme, die sagt, uns wärst du nicht los oder so, aber da gibt es Mittel und Wege. Also das ist überhaupt, finde ich jetzt nicht so das Thema. So, da muss man nur wissen, was man zu tun hat. Und sich nicht da nicht drauf reinfallen. In der Regel, du bist der Herr, die Frau in deinem eigenen Haus, in deinem Körper und da kann keine Energie bleiben, wenn du das nicht zulässt. Aber es kann natürlich sein, dass eine Energie dich schon so geschwächt hat, dass du ja nichts mehr unternimmst. Und dann ist das kann das fatal enden. Darum die unterschätzte Gefahr und darum ist es mir auch so ein Anliegen, über diese Phänomene ja zu informieren. Ja, und wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema, dann poste die unten im Kommentar und wenn dir das Video, die Information gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Und ja, wenn du informiert werden willst über meine Videos, dann klick auf Abonnieren und dann kriegst du immer Bescheid, so wie ich ein neues Video hochlade. Und das werden demnächst noch mehr, das kann ich dir versprechen. Okay, also ich hoffe, dass das jetzt interessant für dich war und du einige Anregungen bekommen hast, dass du jetzt weißt, hey, gut darauf zu achten, ob das sowas gibt bei mir oder vielleicht auch bei meinen Kunden, Klienten und dass du auch weißt, es gibt Lösungsmöglichkeiten. Und ja, alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal, deine Angelika King. Ciao.